Hi Leute, willkommen zum neuen Erleben in Ungarn Video. Diesmal aus einer anderen Perspektive, also kein Video draußen, sondern einmal hier, von wo ich normalerweise aus arbeite, beziehungsweise ja, unsere YouTube-Kanäle verwalte, unsere Webseiten betreue und die Artikel schreibe für unsere Webseiten. Also, dass ihr mal seht, wie ich da eigentlich arbeite. Und ja, heute geht es einmal nicht um Leben in Ungarn an sich, sondern um mein Kanal Leben in Ungarn, denn ja, wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, hat vielleicht heute gemerkt, dass die 100 Abos überschritten wurden. Und ja, ich hätte mir eigentlich nie gedacht, dass das Thema so beliebt ist, dass es so viele Leute interessiert. Ich habe mit dem Kanal Leben in Ungarn erst am 23. März in diesem Jahr begonnen und ja, nicht einmal 2 Monate sind vergangen und schon haben wir hier die 100-Abo-Grenze überschritten. Ganz genau sind es jetzt 103 Abonnenten und ja, hier auf Social Blade kann man natürlich die ganzen Statistiken verfolgen. Bis heute habe ich 36 Videos hochgeladen, also mit diesem Video werden es 37. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, 103 Abonnenten. Und das Ganze habe ich seit 23. März 2018, also nicht einmal 2 Monate. Und ich habe diesen Kanal eigentlich gemacht, damit ich einfach Informationen raushaue in Videos, wo ich eben über das Thema Leben in Ungarn spreche und ja, eigentlich ja, so alltägliche Probleme und Sachen behandle, was eben bei einer Auswanderung nach Ungarn halt für Probleme auftauchen. Und dass da innerhalb von nicht einmal 2 Monaten 103 Abonnenten vorhanden sein werden, das hätte ich mir nie im Leben gedacht. Und da möchte ich einmal ein riesengroßes Dankeschön sagen an euch, an die Besucher, an die Abonnenten, die eben sich für dieses Thema so interessieren. Und das motiviert und bestätigt mich auch, dass dieses Thema wirklich gut ankommt, denn ich habe da auch einen guten Vergleich. Also mein Zweitkanal zum Beispiel, ich habe ja noch einen Kanal, wo ich Unboxings mache, also wo ich Produkte vorstelle bzw. auspacke, vorstelle. Und diesen Kanal, Unboxing Planet, habe ich seit 26. Februar 2016, also jetzt mittlerweile schon über 2 Jahre, und dort habe ich erst 671 Abonnenten. Also da sieht man den Vergleich, dass halt das Thema Technik gar nicht so gefragt ist, wie zum Beispiel das Thema Leben in Ungarn. Und die Videos und die Infos, die ich auf Leben in Ungarn veröffentliche, dass das so gut ankommt, also überrascht mich selber auch und bin eigentlich, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin selber überrascht, dass das wirklich so gut ankommt und natürlich ist das eine Bestätigung und ist eine Motivation dafür, dass ich da wirklich mit vollem Elan und mit meiner ganzen Kraft und ja, alles, was ich da einbringen kann, wirklich weitermache mit diesem Kanal, denn anscheinend interessiert es wirklich sehr viele Leute, wie das Leben in Ungarn ist, wie, ja, welche Probleme bei einer Auswanderung auftreten und so weiter. Und ja, das ist irgendwie, ist es für mich zuerst als allererst einmal überraschend, dass das wirklich so gut ankommt. Ich wollte eigentlich nur einen Kanal machen, was ich so nebenbei halt betreue. Und ja, es hat sich herauskristallisiert, dass es wirklich gut ankommt. Und ja, ich werde einfach mit noch mehr Infos weitermachen, aber auch
Ich werde auch, ja, so wie in den letzten Videos auch schon, über die Seen, die hier in der Umgebung sind, werde ich da auch weitermachen in diesem Bereich, wo wir eben in Ungarn hinfahren, denn jetzt wird es ja langsam wirklich richtig schön und da werden wir sicher an einigen Orten noch in Ungarn hinfahren. Plattensee wird dann ein Thema im Sommer, da werden wir hinfahren, wahrscheinlich schon, vielleicht schon dieses Wochenende, keine Ahnung, wie das Wetter mitspielt, denn heute ist es mal seit langer Zeit wieder einmal schlechtes Wetter, es regnet, Dauerregen, daher das Video hier drehen. Ja, und ich werde versuchen, weiter so viele Infos wie möglich rauszuhauen, auch Infos über unser Haus, über die Arbeiten, was wir machen, aber auch über die Probleme, die halt eben mit einer Auswanderung verbunden sind. Und ja, an dieser Stelle muss ich aber auch gleich dazu sagen, dass ich leider keine persönliche Betreuung für die Besucher übernehmen kann. Also das müsst ihr wirklich verstehen, denn so schnell wie jetzt die 103 Abos gekommen sind, also innerhalb von ja, knapp 1,5 Monaten, müsst ihr wirklich verstehen, ich kann nicht persönlichen Kontakt zu meinen Besuchern jetzt halten und wirklich jeden einzelnen Besucher betreuen, mich mit den Besuchern meines Kanals treffen und so weiter. Das geht zeitlich einfach nicht. Das würde einfach den zeitlichen Rahmen sprengen, denn wir arbeiten zwar, ich kann diesen Kanal auch nur aus dem Grund machen, weil wir eben im Internet von zu Hause aus arbeiten und da ist es einfacher für mich, denn ich muss nicht in eine Arbeit fahren, ich muss nicht von der Arbeit zurückfahren, also ich spare mir da schon einen wirklichen Haufen Zeit und kann das wirklich hier zu Hause alles machen mit den Videos. Aber es ist mir unmöglich, wirklich Kontakt herzustellen mit meinen Besuchern. Da gab es jetzt in der letzten Woche, glaube ich, allein in der letzten Woche waren 3 oder 4 Anfragen in den Kommentaren. Und nebenbei bekommen wir auch noch E-Mails, ob ein Treffen möglich ist oder so. Das geht sich zeitlich leider nicht aus. Da würde ich nicht mehr zum Arbeiten kommen, da würde ich nicht mehr zu den Videos kommen, die Videoproduktion, weil auch das nimmt viel Zeit in Anspruch. Ich muss die Videos aufnehmen, ich muss die Videos schneiden, ich muss die Videos hochladen. Und also das geht einfach nicht. Das müsst ihr verstehen. Ich kann wirklich nur mit den Videos, mit den Informationen in den Videos helfen und da wäre eine zeitliche Betreuung unmöglich. Ich verstehe schon, dass es schwer ist für jemanden, der zum Beispiel jetzt nach Ungarn auswandern möchte und die Sprache nicht kann. Für den ist es verdammt schwer, Behördengänge zu erledigen, einen Makler zu finden, der auch wirklich Deutsch spricht oder Häuser zu finden, die man ansehen kann. Es ist verdammt schwer, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt wirklich auch deutschsprachige Makler in Ungarn. Es gibt ungarische Makler, die Deutsch sprechen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da muss man selber dahinter sein. Wenn man auswandern möchte, ja, ich gebe zwar Infos raus, kann aber wirklich keine persönliche Betreuung übernehmen. Das geht einfach zeitlich leider nicht. Aber trotzdem, ich möchte mich bei euch bedanken für das rege Interesse an den Videos, an meinem Kanal. Und ich werde weiterhin versuchen, einfach wirklich hilfreiche Informationen rauszuhauen. Ich werde auch in Zukunft versuchen, solche Informationen weiterzugeben, in den Videos aufzunehmen, wo ich auch versuchen werde, dass ich Möglichkeiten zeige, wo man eben auch zum Beispiel deutschsprachige Makler und so weiter findet.
oder wo man mit hier wohnenden Deutschen in Kontakt treten kann und so weiter. Das werde ich versuchen und meistens sind das hauptsächlich auch viele Senioren, die eben schon in Rente sind und ja, schon hier in Ungarn auch die meiste Zeit wohnen. Die kennen sich auch viel besser aus, wo man wirklich deutschsprachig auch Behördengänge und so weiter erledigen kann. Also sowas werde ich versuchen in den Videos ja, zu vermitteln. Und ich hoffe, dass das wirklich weiterhin auch das Interesse weckt, interessiert und ja, möchte mich nochmal wirklich herzlich bei euch bedanken für mittlerweile 103 Abonnenten, die den Kanal wirklich regelmäßig auch verfolgen. Das sehe ich auch an den Videoaufrufen, an der Anzahl der Videoaufrufe und ja, ich werde weiter versuchen, wirklich tolle Infos zu bieten, aber auch schöne Orte in Ungarn zu zeigen, unsere Arbeit hier rund ums Haus zu zeigen und ja, werde weiter mit voller Kraft an diesem Kanal arbeiten, da wirklich jetzt schon sichtbar ist, dass großes Interesse besteht. Somit möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für dieses große Interesse und ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich freuen und wir sehen uns im nächsten Video und in vielen weiteren Videos und nochmal ein herzliches Dankeschön.